Body Positivity. Wir haben wahrscheinlich alle schon tausendmal davon gehört oder gelesen. Die Bewegung ist in den letzten Jahren all over the Internet thematisiert und verhashtagt worden. So cool, dass man vermeintliche Körperideale endlich hinterfragt. Endlich! Es ist ja wirklich endlich! Es gibt aber ein kleines Problem. Body Positivity ist zwar mega gut gemeint, psychologisch gesehen verhebt es aber leider nicht. Ich erzähle euch wieso und auch, welches Körperkonzept stattdessen viel hilfreicher wäre. Was genau will denn die Body Positivity überhaupt? Wir sollen uns alle in unserem Körper wohlfühlen, und zwar unabhängig davon, wie er aussieht. Weg vom ausschließlich durchtrainierten, schlanken, normschönen Körperideal hin zu mehr Diversität in Grösse und Aussehen. Key Message: Alle Körper sind schön. Das klingt ja alles schon mal gut, weil Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist ein Risikofaktor für Essstörungen, Körperdysmorphie-Störungen und Depressionen. Sich ständig mit dem eigenen Körper und dem nicht dem Ideal entsprechen auseinandersetzen, braucht außerdem wahnsinnig viel Energie. Es macht unsicher und führt dazu, dass Betroffene in die Vermeidung gehen. Nicht in die Body, keine kurze Hose, nicht zum Sport. Möglichst wenig den Körper jemandem zumuten. Höchste Zeit, dass wir das endlich hinter uns lassen. Struggelst du auch manchmal mit deinem Körper? Was hilft dir in so einem Moment? Schreib es in die Kommentare. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, und wo liegt jetzt genau das Problem? Alles an uns immer müssen zu lieben, das macht mega Druck. Es ist einfach nicht alles liebenswert an unserem Körper. Und das ist völlig in Ordnung. Wir können trotzdem total okay sein mit uns. Das Hauptproblem von Body Positivity ist und bleibt aber, dass sich immer noch alles ums Aussehen von unserem Körper dreht. Wir sollten den jetzt zwar schön finden, anstatt ihn zu kritisieren, bleiben so aber in der Selbstobjektivierung stecken. Wir schauen immer noch von außen auf unseren Körper und bewerten ihn, anstatt ihn als ganzes Wort zu nehmen und zu fühlen. Wünschenswert wäre, dass wir nicht mehr über unser Aussehen definiert werden, sondern vielmehr für wer wir sind, für was wir stehen und was uns wichtig ist. Dass der Körper schlicht und einfach nicht so wichtig ist und wir ihm neutral gegenübertreten. Im besten Fall. Das ist eine Selbsthilfetherapie gerade. Und genau dort setzt das Konzept der Body Neutrality an. Das Konzept wird lieber, dass wir uns fragen, wie geht es meinem Körper, statt wie sieht er aus und finde ich ihn schön. Dass wir Sport machen, wie es uns gut tut und nicht dabei hilft, auf irgendeine Art auszusehen. Und dass wir das essen, was uns Energie gibt und gesund macht und nicht das, was beim Abnehmen hilft. Und dass wir uns auf den Moment einlassen, ohne ständig über unseren Körper nachzudenken und ihn zu bewerten. Wie schaffen wir das? In den meisten Fällen ist es einfacher, wenn man es zuerst bei anderen kann, wie bei sich selber. Also wenn wir zuerst anderen gegenüber wohlwollend sind, indem wir ihnen Kompliment machen zu ihrem Wesen, zu ihrer Art, zu ihren Positionierungen und dann auch anfangen, so über uns selber nachzudenken. Was auch beinhaltet, dass wir sehr kritisch sind mit unseren inneren Stimmen, die einfach kommen und irgendwie gemeine Sachen über uns sagen. Dass wir dort ganz bewusst reingehen und sagen, stopp, das haben wir nicht mehr wollen. Und dann eben vielleicht wieder einen Schritt weg machen vom Spiegel und fest im Gefühl sind, wie fühlt sich der Körper jetzt gerade an und nicht, wie sieht er im Spiegel aus. Ja, das klingt ja mega schön, aber das ist ja voll schwierig. Ja, umlernen ist immer schwierig. Aber es hilft. Ja, was soll ich sagen? Umlernen ist immer ein Pain, aber es, wenn man sich überlegt, wie viel schöner es auf der anderen Seite dann ist, dann finde ich, lohnt sich das, das zu investieren. Ist das überhaupt möglich in dieser Welt, in der wir leben? Also es ist sicher nicht einfach, aber es ist möglich. Punkt. Hashtag Body Neutrality macht unseren Körper zu einer Hülle. Eine Hülle, die wir nicht lieben müssen, sondern einfach akzeptieren lernen, wie sie ist. Und sie dafür wertschätzen, für das, was sie uns ermöglicht. Leben zum Beispiel. Fühlen, bewegen oder einfach nur sein. Gerade im Thema bleiben kannst du mit dem Video hier von Bleisch und Bossart. Und da gibt es noch einen True Talk mit einer Bodybuilderin. Und natürlich darfst du hier noch abonnieren, gell?